für mich sieht das eher nach ganz, ganz viel Schmerz aus. Es hat alles mit uns angefangen. Dieser Scheiße. Es wird alles mit uns enden. Warum hab ich so eine geile Laune? Warum hat... Warte, ja, okay. Das Messer kannst du weglegen, Bruder. Alles gut. So, wir spielen heute... Ryan Butters. Lea. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. 20.24 Uhr. 22.10 Uhr. Bin im Krankenhaus. Hatte eine Not-OP. Hi. Hallo, Lea. Hey, Ryan. Wie geht's dir? Ganz okay. Wo bist du? Im Krankenhaus. Dir geht's gut, ja? Ja. Ich komme vorbei. Bis gleich. Also das mit der Not-OP finde ich bis dahin nichts Ungewöhnliches. Kann alles passiert sein. Aber vorher die SMS, ich liebe dich, ich werde dich immer lieben. Du weißt gar nichts, ich habe keinen Schimmer. Ich war gefühlt 4 Wochen nicht im RP. Ich renne jetzt, Alter. Ich bin zu neugierig. Meine Frau liegt... Hallo, Luis. Hey, na, hallo. Grüß dich. Ich habe gehört, du bist auf dem Weg ins Krankenhaus. Wenn du so anrufst, heißt das nichts Gutes. Ach, alles gut. Ich wollte nur fragen, ob ich dich vielleicht abholen soll, weil du wahrscheinlich wieder kein Auto vor der Tür hast, oder ob ich zum Krankenhaus fahren kann und Lea besuchen kann. Ja, ich würde gerne erstmal gerade Lea besuchen. Also ich will dir da... Hast du was damit zu tun, dass sie im Krankenhaus liegt? Vielleicht war ich dabei. Vielleicht habe ich es verhindert mit Posse, dass mehr passiert. Ich spreche mit Lea, ich melde mich danach bei dir. Ja. Tschö, Ryan. Hol doch Auto. Ach was. Mal an den Klimawandel gedacht. Ach, das rennt über zwei Sachen. Lea oder Geld. Ein Taxi. Auf viele weitere beim Besten. Hallo. Mahlzeit. Ja? Wo in diesem gottverlassenen Krankenhaus liegst hier, du denn? Ich werde gerade in den Untersuchungsraum geschoben. Untersuchungsraum? Ja. Ich habe gedacht, dir geht's gut. Mir geht's auch gut. Die gucken nur einmal. Kann mein Mann reinkommen? Danke, du kannst reinkommen. Gut, ich mache mich mal eben mit der Akte vertraut. Einen Moment. Guten Tag. Nabend. Hey, ne? Hallo, Lea. Ist gerade einmal kurz die Akte, da ich gestern tatsächlich nicht da war. Dann werde ich einmal den Verband ablösen müssen. Check. Den Verband. Wird ein bisschen kalt. Was erwartet mich gleich unter dem Verband? Ein kleiner Schnitt. Ein Schnitt. Ja, dann heben wir den Verband vorsichtig einmal runter. Ich versuche ganz vorsichtig zu sein. Seht die Wunde. Kann ich offen reden vor ihrem... Können Sie. Schnittwunde sowie die leichten Verbrennungen... Verbrennungen. Verheilen ganz gut. Man sieht, dass hier die Haut auch langsam wieder nachproduziert wird. Nachproduziert. Okay. Es kann sein, dass da eventuell eine Hauttransplantation notwendig wird. Hauttransplantation. Ja, Schatz. Kann mich mal einer aufklären, was hier passiert ist? Ich mach das gleich in Ruhe. Diese dann im Labor ein bisschen mit Flüssigkeit versorgen, dass die auch ein bisschen gedehnt werden kann. Und hier drüber... Sag mir, dass du nicht dafür verantwortlich bist, dass Lea Verbrennungen hat und den Arm aufgeschnitten. Nein! Gesunden Haut vernäht. Schwör. Hat sie dir noch nicht gesagt? Nein, sie ist gerade in der Untersuchung. Sie will es mir gleich in Ruhe erzählen. Sag mir, dass du nichts damit zu tun hast. Ich habe damit nichts zu tun. Ich habe das noch verhindert, dass mehr passiert ist. Bisher sieht es ganz gut aus. Sie soll es dir erzählen, aber es hat was mit diesem Hautschnitzer-Typen zu tun. Kannst du Brandsalbe auftragen? Wo du damals gesagt hast, dann ist wieder so ein Verrückter, sie soll aufpassen. Ja, hat sich alles wieder ins Negative gewandelt. Der Typ wurde wieder lala in der Birne. Guck mal auf Quinter. Gib mal William Thompson ein. Da siehst du ein Bild. Da ist dein Gesicht drinne, da ist Leas Gesicht drinne und noch von Dörpin das Gesicht drinne. Der Typ ist krank geworden. Der hat versucht, gestern Lea umzubringen. Und wir haben das verhindert. Wie heißt der? Ein bisschen um sie kümmert. William Thompson. Thompson mit TH. Kann ich sie ruhigen Gewissens entlassen. So, dann wird wieder ein bisschen kalt. Sagen wir hier vorsichtig. Da ist irgendein Bild mit einer Machete. Und da sieht man deinen Kopf, Leas Kopf und Dörpins Kopf. Und im linken Fenster ist dein Gesicht zu sehen. Das ist der Hampelmann, von dem ich schon gesagt habe, wir sollten den gottverfickten Hampelmann umbringen, weil das genauso ein Typ wird! Oh. Hab ich das gesagt oder hab ich das gesagt?
Ja, hast dann du. Legen wir hier. Ich melde mich gleich. Ja. Grundauflage neu auf. Also eine frische natürlich. Dann hole ich eben einmal alles. Mhm. Machen wir den zweiten. Wie gesagt, in 2 Tagen. Alles klar. Okay. Check. Dann wünsche ich Ihnen gute Besserung. Wurde das gestern noch nicht, es wären 2000. Will ich das Ihnen ausstellen? Will das der Herr bezahlen? Wie? Nee, stimmt so. Okay. Standby. Können wir gehen? Ja, Sie können gehen. Vielen Dank. Gute Besserung. Danke. Lea, was ist passiert? Wollen wir das hier drin klären? Jetzt sind wir draußen. Erstmal, ich bin heilfroh, dass es dir augenscheinlich den Umständen entsprechend gut geht. Und froh, dich wohl aufzusehen. Es ist nicht angenehm, sein Telefon anzumachen. Und die erste Nachricht, die man von dir bekommt, ist: Ich liebe dich, ich werde dich immer lieben. Kannst du mir bitte erklären, was los ist? Warum hast du Brandverletzungen? Warum hast du Schnittverletzungen? Irgendwie bitte von vorne. Versprich mir, dass du nicht schreist. Nein. Du erinnerst dich noch an den Typen auf dem Berg oben. Herr Thompson. Richtig, Herr Thompson. Ich war ja eine ganze Weile nicht da. Der nackt in die Ecke scheißt. Der, von dem du mir gesagt hast, ich soll ihm nichts antun, weil der anders ist wie die anderen Psychopathen, die dich bisher umbringen wollten. Genau der. Der, dem ich eine Waffe in die Fresse gehalten habe und abdrücken wollte und du mich davon abgehalten hast, mit den Worten, dass das nicht so ein gottverfickter Psychopath ist, wie der eine, der nach Vegas gegangen ist, weil er dich umbringen wollte, der andere, der nach Vegas gegangen ist, weil er dich umbringen wollte, der andere, der nach Vegas gegangen ist, weil er dich umbringen wollte und der letzte, der noch nicht in Vegas ist, dich aber umbringen wollte und dich angezündet hat. Du hast mir erzählt, er wäre vollkommen normal. Und weil du mir das gesagt hast, habe ich den nicht umgebracht. Möchtest du die Geschichte sehr gerne? Naja, er war ja auch anders und er hatte dann irgendwie Freunde gefunden und irgendwie ein Feld, wo er sein Gemüse und Obst angebaut hat. Und dann hat er Anspielungen gemacht, dass er mich sehr interessant findet und ich habe ihm dann sehr deutlich, sehr direkt und sehr klar gesagt, dass er ein netter Kerl ist. Aber ich keinerlei romantische Gefühle oder Ähnliches für ihn habe. Also habe ich zugesagt, mich komplett alleine, ohne irgendjemanden mit ihm zu treffen. Ich hoffe, du hast das zugesagt und trotzdem andere Leute mitgenommen. Was denkst du denn? Als wir dort angekommen sind, an so einem Lagerfeuer, hat er wieder was schneiden wollen und hat dann sein Messer ins Feuer gelegt, weil er was damit nachher anrösten wollte. Und dann hat er mir von seinem ersten Mord erzählt, wo er meinte, er hätte einen Typen dabei erwischt, wie er Leichenteile in sein Wassersilo geschmissen hätte, also hätte er ihn ins Wassersilo geschubst und ertrinken lassen. Und dann hat er noch 2 andere Morde gestanden und er sagte aber zu mir, er will 4 Sachen gestehen und sich dann stellen. Und ich wusste, dass was passieren würde und ich wollte meinen Taser ziehen, aber der hat sich in diesem scheiß Pulli in irgendeinem Stofffetzen verhakt. Und in dem Moment dreht der Typ sich mit seiner Machete um und sagt, genauso wie ich ihm sein Herz genommen hat, wird er mir jetzt was nehmen und schlug mit der Machete auf mich ein, die knalle heiß war. Deswegen der Schnitt und die Verbrennungen. Und ich habe ihn dann, weil ich konnte meinen Taser nicht ziehen und ich habe ihn dann nur noch aus Reflex nach hinten geschubst und bin gerannt. Und dann weiß ich nicht so richtig, was da passiert ist. Ich habe nur wahnsinnig viele Schüsse gehört, weil ja meine Kollegen Luis, weil Hernandez, die waren ja alle da. Ja, seitdem liege ich im Krankenhaus. Wo ist der Vogel? Ich weiß es nicht. Ich meine, sie sagten, sie hätten ihn erwischt und... Kannst du dich erinnern, was ich dir damals gesagt habe? Kannst du dich erinnern, dass ich dir auf diesem Scheißberg gesagt habe? Lea, es wird der Tag kommen, an dem ich vor dir stehen werde und an dem ich dir sagen werde, ich hab's dir gesagt. Genau das waren meine Worte. Ich mach das doch nicht absichtlich. Ryan, ich werde auch in Zukunft meinen Job machen. Und ich werde in Zukunft auch auf Streife gehen. Und auch da wirst du nicht dabei sein. Aber es gibt Dinge, um die ich mich kümmern muss, Lea. Worum musst du dich denn jetzt noch kümmern? Kommst du mit? Natürlich. Das ist meiner, wir heben sofort ab. Entschuldigung. Ich weiß, keine Landefläche, wir wollten keine Zufahrten blockieren. Tut mir leid, der Herr, ist sofort wieder Herr, weg. Ja. Der Herr, das nächste Mal klar, da hinten beim Bürgermeister, beim Wahlbüro ist eine Riesenfläche. Ist das Ihr Auto da hinten? Ja, das hast kommt keine auch gleich weg. Mehr blockieren, ne? Okay, check. Alles klar, das machen wir so. Sorry. Ja. Hey, Lea. Hey. Hallo, Luis. Schön, dich zu sehen. Ja, hi, Ryan.
Schönen guten Tag! Ist hier jemand? Irgendwo? Irgendwer? Schade. Du sollst im Hubschrauber bleiben. Hier ist doch keiner. Habe ich jetzt auch festgestellt. Ja, mein Auto hätte eventuell nach da unten stehen können. Also Hernandez wollte es eigentlich gestern abgeholt. Bereue ich es eigentlich, dass Hossi und ich gestern auf Adams und Rabe gehört haben, dass wir nicht draufgehen sollen oder das erste Mal die Machete. Solltest dann du. Dann hätten wir kein Geständnis bekommen zu den ganzen Morden. Und nochmal, wären die Jungs nicht da gewesen, wäre ich tot. Lea, wenn der Typ das gesteht, macht es die toten Leute nicht wieder lebendig. Nein, aber wir wissen wenigstens, was passiert ist. Aber wenn der Typ lebt, dann kann er weitere Leute umbringen. Er kann nicht mehr leben, keine Ahnung. Zumindest, ja, also Rabe sagte gestern, die Leiche wurde von den Medizinern nicht gefunden, aber Rossi und ich haben da eigentlich voll reingehalten, aber keine Ahnung. Noah hat sich wohl mit diesem William Thompson angefreundet. Die waren wohl... Du verarscht mich. ...gute Freunde. Ne, die waren nicht gute Freunde, sondern er hat eine Freundschaft vorgegaukelt, weil er rausfinden wollte, was da Phase ist, weil er wohl Anspielungen gemacht hat. Zumindest ist das das, was mir gestern erzählt wurde. Das hat Durpin gestern anders gesagt. Und Goodman auch. Lasst uns doch einfach mal hören, was Noah sagt. Deswegen wollte ich den erstmal komplett außen vor lassen. Deswegen haben wir den auch gestern nicht mit in diese Aktion mit reingenommen. Noah war derjenige, der gestern meinte, ich soll mich auf gar keinen Fall alleine treffen, weil er irgendwas vorhätte. Ja? Wir treffen uns bei mir im Haus. Psst. Bin froh, dass es dir gut geht. Danke. Lass uns hochgehen. Im Moment hackt es bei den Leuten aber auch richtig, oder? Ja. Erst wollen die Bomben oder irgendwelche Raketen in das Casino feuern. Dann möchte einer Lea umbringen. Irgendwelche Leute schneiden sich selber auf, weil sie nicht darauf klarkommen, dass sie von der Alten verlassen wurden. Und also wirklich, schneidet sich selber hier auf. Leben Menschen im Staat. Das kannst du dir nicht ausdenken, wirklich. Ah, wir hatten mal einen Zwischen, da hat er sich aufgeschnitten, weil sie ihn verlassen hat. Das ja, das war der Knüller. Ist aber alles schon vor 6 Monaten gewesen. Liebe. Und dann hat sie ihn verlassen und er hat sich aufgeschnitten. Und danach waren sie wieder zusammen und haben wieder geheiratet. Bist du mit dem Typ befreundet, der meine Frau aufschneiden wollte? Soll ich das mal eben in Ruhe erklären vielleicht? Ja, am besten von Anfang an. Die Security hat mich informiert, dass Herr Thompson eine Hand am Casino abgegeben hat. Ich bin dann nicht alleine hin, weil keiner da war, habe ich mir Casper und ein paar Leute geschnappt und habe mir Thompson vorgeknüpft. Der allerdings erzählt hat, dass die Polizei ihn total scheiße behandeln würde. Er hat dann erzählt, dass er sich später mit, wie heißt denn der noch mit den komischen langen Haaren? Durpin treffen will und wollte einfach mal horchen. Dann habe ich quasi das Treffen mit Durpin und irgendwie einen auf gut Freund getan und hab dann gestern Abend versucht, Adams alles zu stecken, aber Adams hat gesagt, ja, wir brauchen dich nicht. Ich hab halt schon... Was genau hast du versucht, Adams zu stecken? Ja. Ich hab dem gesagt, wo wahrscheinlich der Treff... Also der hat mir... Thompson war mit mir unterwegs und hat mir gezeigt, wo er sich mit Lea treffen will. Okay. Dazwischen fehlt ein ganz schöner Step. Warum hat Thompson dir gesagt, dass er sich überhaupt mit Lea treffen möchte? Wie kam es dazu? Weil die ganze Geschichte ergibt gar keinen Sinn. Er hat gesagt... Lea wäre die einzige Freundin bei der Polizei und der würde er vertrauen. Richtig geschnallt habe ich das erst, dass da was schief läuft, nachdem er dann gesagt hat, bei Quitter würde er nur den Leuten, die ihn verletzt haben, quasi folgen. Und dann habe ich das mit dem Boogeyman gesehen. Dann guck mal auf seine Followerliste. Ich hab gesagt, dass er sich auf gar keinen Fall, also dass ich Lea auf gar keinen Fall mit ihm treffen darf. Naja, also ich sag mal, wenn ich auf seine Followerliste gucke, in ein von zwei Fällen hat er zumindest einen ziemlich guten Geschmack. Dem würde ich auch folgen. Okay, und wie kommt das zustande? Du gabst mir dein Herz und nahmst es mir wieder. Das verstehe ich nicht. Also wo kann er was reininterpretiert haben? Ich schätze, er wird das reininterpretieren haben, weil ich einfach nett zu ihm war. Und er wird sich gedacht haben, da ist eine nett zu mir, Mann, da könnten wir ja gehen. Und als ich ihm dann gesagt habe, Schätzeken, ich bin zwar nett zu dir, aber nicht so nett und das werde ich auch nie sein, da habe ich es ihm wieder genommen. Ich muss kurz nachdenken, gib mir bitte 5 Minuten. Was habe ich denn alles verpasst, Chat? Wie geil ist das denn?